Und wir sind an der Ausgabe. Hoffentlich ist Eddie da. Willkommen zurück zur nächsten Folge von Lego City Undercover, meine Freunde. Ellie, wir bist du da? Suchen nach Ellie. Bist du das, Frank, honey? Moment! Was hier ist die Ausgabe und der Beweismittelschrank? Das Reich von Ellie. Hey, Jungs! Oh, ich wusste nicht, dass du da bist. Du hast gerade mit mir gesprochen. Hallo, ich bin Chase. Ja, das ist der Typ, von dem du mir erzählt hast. Chase McCain! Nett, dich kennenzulernen, Chase McCain. Mein Onkel Duke hat mir alles über dich und den Fall Rex Fury vor ein paar Jahren erzählt. Tatsächlich? Keine Bange. Auf der Polizeistation wissen so einige, dass es eigentlich dein Erfolg war. Ja. Das ist ein Polizeikommunikator. Der kann so einiges mehr als dein altes Telefon. Unter anderem hält er mich darüber auf dem Laufenden, was du so treibst. Du musst ihn mit dem Zentralcomputer in der Eingangshalle verbinden, bevor du ihn benutzen kannst. Hilfst du Chase bitte dabei, Honey? Braver Junge. Ich melde mich, wenn die Verbindung steht, Chase. Oh, ich glaube, der Frank ist ein bisschen verliebt. Aber auch nur so ein ganz kleines bisschen. So, dann verbinden wir uns mal mit dem Zentralcomputer. Und schauen lang, mal. Chase. Jo, entspann dich. Oh, jetzt können wir auch hier hoch. Erstmal gehen wir hier hoch. Erstmal, ne, wenn man der Neue im Büro ist, bis erstmal hier. Bis zum 20. wäre ich schon gern Captain. Erstmal hier alles kaputt machen, was geht. Ah, der Chief hockt da mit seinen Donuts, Fresskoma. Mal sehen. So, jetzt kannst du auch nicht mehr arbeiten. Da bist du ja. Ab an den Zentral. Und wir verbinden uns mit dem Zentralcomputer. Aktualisierung läuft. 1% abgeschlossen. Oh, Fortschrittsbalken. Hey, Frank! Jemand muss den Chief wecken gehen. Ich arbeite ich ihn zu ganz hart. Sicher nicht. Der feuert mich nur wieder. Ah, die Besprechung über Rex Fury wollte ich mir sowieso sparen. Hast du noch den Schlüssel zu seinem Büro? Weiter geht's. Ich hab ihn doch hier in der Hand, oder? Nein. Oh, dann habe ich ihn verloren? Och, 100% Mensch. Abgeschlossen. Ich helfe dir beim Suchen. Und wir haben 0,12%. Danke. 0,12% abgeschlossen. Und ihr seht, auch hier ist unsere Zeit, ne? Wir sind jetzt bei 18 Minuten Spielzeit. Ja, guck mal, wir waren doch eben hier oben, Frank. Hey Chase, okay. Hast ja deinen Kommunikator zum Laufen gebracht. Ja, aber jetzt muss ich Frank bei seiner Schlüsselsuche helfen. Kein Problem. Ich habe die Software auf deinem Kommunikator aktualisiert und seinen Scanner aktiviert. Sein Bildschirm zeigt dir jetzt Dinge an, die du sonst nicht sehen würdest. Geister zum Beispiel. Das war dein Spiegelbild, Frank. Danke, Ellie. Diese irren, glubschigen Augen gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Oh, der Arme. Gab bestimmt einen traumatischen Einsatz für ihn. Wir haben den Detektivscan freigeschaltet. Wenn du Donuts würde ich doch mal sagen. Am ehesten im Büro des Chiefs. Falls nicht. Du willst den Chief wecken? Okay. Wenn du damit fertig bist, hätte ich dann noch ein Wespennest für dich, in das du reinstechen könntest. Ach, diese Musik. Darf ich das machen? Ich weiß, wie das geht. Hatte es allerdings für eine Pinata Hey, du hast ihn! Dann kannst du ihn ja wecken. Hab Auf was geht's. Wichtiges zu erledigen. Videospiele! Woohoo! Wenn du Donuts suchst, dann am ehesten im Büro des Chiefs, falls nicht schon alle weg sind. Na los, die Einsatzbesprechung, Chief. Wachen Sie auf! Ich will nicht. Verständlich. Wir will schon arbeiten, ne? Na, wir machen mal hier. Okay, dann versuche ich's mal mit richtig Getöse. Das Klopfen an der Tür. Wer da? Ich hab nur meine Augen entspannt. Und meine Arme. Und Beine. Oha!
Du schon wieder. Toll. Besprechungsraum. Eine Minute. Kommt schon, Leute. Ruhe bitte. Hey, Harry. Wie viel Kaffee hast du schon intus? Ja, ich weiß, was du denkst. Waren es 6 oder doch nur 5? Nun ja. Okay, auf jeden Fall genug. Ich komme direkt zur Sache. Die Bürgermeisterin glaubt, dass wir nach diesem Mann fahnden sollten. Rex Fury. Ist der riesig! Rex gelang vor 3 Monaten die Flucht von der Albatros-Insel. Wie genau ist noch unklar. Aber das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass wir ihn bald auftreiben. Behaltet das also im Hinterkopf. Also, Rex Fury hat sich schon im Alter von 6 Jahren dem Verbrechen zugewendet. Du liebe Güte, ein durchaus wichtiges Detail, möchte man meinen. Elementar, mein Lieber. Unseren Durchbruch verdankten wir einer geheimen Zeugin. Geheim allerdings nur so lang, bis jemand versehentlich ihre Identität verraten hat. Dank Natalias Aussage konnten wir Rex verhaften. Er versuchte zu fliehen, aber sein Fluchtfahrzeug, ein Rasenmäher, war zu langsam. Wie geil! Außerdem hat er den Mann unterschätzt, der ihn schließlich dingfest gemacht hat. Mich! Steckt Rex hinter der Verbrechenswelle, muss er sofort wieder eingebuchtet werden. Um den tatsächlichen Übeltäter zu schnappen, habe ich an den wichtigsten Orten Kameras aufstellen lassen. Im Museum, Forrest Blackwells Villa und natürlich in den Banken. Was zum... Besprechung beendet! Alle Einheiten zur Bank! Oha, Banküberfall. Ich hätte da noch eine Frage, Chief. Halt einfach Elvis. Wusstest du, dass du mit deinem Abschleppwagen andere Wagen abschleppen kannst? Ja, tatsächlich, dafür wurden sie gebaut. Es ist alles in diesem Spiel, ist einfach ein Meme. Es ist... Oh. Bereit, es den Verbrechern zu zeigen, Chase? Auch wenn gerade ein Verbrechen stattfindet, müssen wir rücksichtsvoll fahren. Ja, natürlich. Natürlich. Oh, siehst du. Der Letzte zahlt 1 Monat lang alle Donuts für den Chief. Juhu! Ja, Chase, auf geht's. Hey, ah, Chase, ich habe deinen Kommunikator aktualisiert und das Navigationssystem aktiviert. Damit kannst du dich leichter in Lego City zurechtfinden. Ich habe die Cherry Tree Bank mit einem Polizeischild markiert. Jo, die Straße runter. Das perfekt. Kriegen wir doch gerade noch hin. Einfach der grünen Linie. Sie führt dich direkt ans Ziel. Das kriegen wir doch gerade noch hin, oder? Alright. Chase? Ja, Honey? Ich hab mich verfahren. Können wir die Wette abbrechen, bitte? Zack, einfach die Straße runter. Das hätten wir uns aber auch sparen können. Mit erhobenen Händen rauskommen! Was zum Clowns? Verfolgt diese Witzfigur! Witzfigur, der war gut. Okay, und unsere erste Verfolgungsjagd. Was war das? Ah, Schub haben wir auch noch. Okay. Ach ja, das ist ja der Boost des Nitro, was wir schon hatten. Und bam. Ja.
Komm. Und einer noch. Und das war's. Halt, Polizei! Damit kommst du nicht durch. Diese Stadt gehört jetzt den Gaunern. Nicht mehr lange. Und geschafft. Chase, hast du was Neues für mich? Ja, ich habe den Fluchtfahrer festgenommen. Sehr gut. Gutes Timing noch dazu, denn jemand vom Roten Café hat nämlich gerade einen Clown gemeldet, der auf das Dach steigt. Könnte einer der Verbrecher sein. Entweder das oder ich versaue einem Kind gleich die Geburtstagsfeier. Bin unterwegs. Wo meine Polizeidrillerpfeife wohl ist? Ein Pfiff damit und der gesamte Verkehr steht still. Wie war das denn nochmal? Ach, springen? Oder ist das hier die Trillerpfeife? Oh, nee, eins zu wenig. Zu früh. Vorsicht. Und hier müssen wir jetzt einmal hoch. Guck mal, ich bin aber schneller als das Navi hier. Ist irgendjemand hier zufällig ein Clown-Bankräuber? Oh Mann, wäre ja auch zu einfach gewesen. Ja, auf geht's. Ich kontaktiere wohl besser Ellie. Los, Ellie, wo bist du? Ellie, hier ist kein Clown in Sicht. Keine Sorge, ich habe gerade die Scan-Software deines Kommunikators aktualisiert. Benutze sie, um dich vom Dach des Restaurants aus umzusehen. Sie wird dir als Räuber verdächtigte Personen anzeigen. Und dann? Nimmst du sie fest? Und wir haben... Ja, das ist natürlich jetzt am Anfang noch so, ne? Wir kriegen hier alle Sachen jetzt noch, werden freigeschaltet, ne, etc., etc. Fast wie im Winter, nur ohne Schnee. Hier? Hi. Nein. Kein Clown. Ah ja, hier ist eventuell einer. Okay, dann schauen wir doch mal, ob wir da hinkommen. Oh, mal ein bisschen Leben in diese Betonwüste bringen. Oh, so gefällt's mir. Ob wir da drüber klettern können. Auch wenn ich es selbst sage. Ist geil. Oh, so weit ja. Ist es also gekommen, dass ich die Pflanzen eines Fremden bewässere. Ja. Vorher noch ein bisschen den Müll hier kaputt machen. Hast mich fast erwischt. Aber auch nur fast. Na, 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 na. Kannst du nicht so hoch springen? Nee. Du machst es mir echt nicht leicht, professionell zu bleiben. Oh, das ist so gemein. Was machst du da unten, ne? Ach, die Kisten hier. Kommst du hier nicht hoch? Ah, die Kisten. Ich dachte jetzt, wir müssen irgendwie dieses Trampolin oder so nehmen. Hol mich doch. Ja, hieran erinnere ich mich noch so grob. Aber jetzt auch nicht mehr wirklich. Also, dass es Clowns waren, das wusste ich. Aber jetzt zum Beispiel nicht, dass wir hier diese Verfolgungsjagd hatten. Hey Hans, kletter doch in der Bodenranke hoch! Hans? Oh, hoppla! Kaputt gemacht! Tja, Kollege, die kann ich aber wieder ganz einfach aufbauen. Oder? Ah, tipptopp. Gibt es nicht. Nur ausgezeichnete. Wie geil.
Ah, es ist so funny, Leute, wirklich. Ich könnte mich stundenlang... Ich könnte mich stundenlang über diesen Humor... beömmeln. Es ist so lustig. So, wir machen hier direkt schon mal den Weg von vorne auch frei. Okay, das hier kommt dann gleich, dass wir die Dingens dann da wegziehen können. Grüß dich. Ich hoffe, es hat uns jetzt nicht zu viel Zeit gekostet. Aber bei blauen Steinen kann ich irgendwie nicht Nein sagen. Hier, jetzt Speedrun. So, einmal hier die Mülltonne weg. Dann da unten, wo der eigentlich das der andere war. Hier wird auch wieder alles schön gemacht. Und dann geht's rüber zur Mülltonne. Und die können wir, glaube ich, ganz einfach mit B wegziehen. Oder kaputt machen. Das wäre noch einfacher gewesen. Wirklich, es ist so ein schönes Spiel, diese Kleinigkeiten, diese Details. Also wenn man Lego-Spiele mag... Und Flossen hoch. Oh, so ein Mist. Halt, im Namen des Gesetzes. Verzieh dich, ich bin ein unschuldiger Clown. Oh, da oben ist er. Halt, im Namen des Gesetzes. Und BAMS! Ich muss heute Nacht damit fertig werden. Und wieder ein verhaftet. Okay, wir können das auf die harte Tour oder auf die weiche Tour. Oder auf die mittelharte weiche Tour. Die weiche Tour. Einer der anderen Räuber wollte auf einen Frachter springen, falls was schief läuft bei dem Überfall. Und kriege ich diesmal eine hübsche Zelle? Sicher. Wow, das war wirklich die weiche Tour. Aber wieso habe ich denn jetzt wieder Chase, hast du den Räuber geschnappt? Dein Timing ist verblüffend. Und ja, er ist in Gewahrsam. Einer der anderen Räuber ist wohl an den Docks. Willst du den auch festnehmen? Ich check mal meinen Kalender. Ruf mich an, wenn du ihn hast. Jetzt brauchen wir nur noch unser Police Car. Und dann geht's einmal runter an die Docks. Ja, ihr seht auch oben, ne, wir haben natürlich auch Schadensmodelle, auf die wir achten müssen. Genauso verlieren wir zum Beispiel auch ein Herz. Und wir sind an den Docks dort, wo das Spiel eben angefangen hat. So, wie es allerdings bei den Docks weitergeht und ob wir den Kollegen fangen können, sehen wir in der nächsten Folge von LEGO City Undercover. Bis dahin, ciao. Fury.